Hey, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Okay, dann habe ich vielleicht noch eine kleine... Ich probiere mal gerade was aus. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Vielleicht täusche ich mich da auch gerade. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt geht. Dann mache ich hier mal weg. Und dann da mal... Wir gehen noch mal ganz kurz zum Leuchtturm. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken, ob ich den Spiegel eventuell noch mal nehmen kann. Weil mich deucht, dass wir noch etwas vergessen haben. Dieser Spiegel ist genau richtig. Ich brauche ihn nicht wieder mitzunehmen. Oh. So viel zum Thema Spiegel mitnehmen, dann probiere ich eben was anderes. Na Mensch, da waren wir aber lang nicht mehr hier. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil sonst wäre das ganz schön doof. Weil ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt so richtig war oder nicht und bin sonst in einer kleinen mentalen Sackgasse. Ich kann das nicht aufheben. In einer kleinen mentalen Sackgasse. Nicht den Spiegelrahmen. Das Bild sollst du nehmen. Es ist der Rahmen eines Spiegels mit Meister Süppes Gesicht in der Mitte. Oder können wir vielleicht hier so ein Porträt nehmen? Es ist an die Wand genagelt. Hier so ein Porträt nehmen? Es ist an die Wand genagelt. Oder hier ein Porträt nehmen? Ja. Sie sind an die Wand genagelt. Okay. Was können wir denn sonst noch machen? Hier können wir nichts machen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie wir Mitglied der Meistersuppes werden. Das wird ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt das Meistersuppe-Familienbuch, aber kein Foto von uns drin. Können wir das nicht irgendwie manipulieren? Benutze, untersuche, sprich. Nein. Es ist voll von Daten und Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Mist. Können wir vielleicht nochmal probieren, ihn zu überzeugen, dass wir dazugehören? Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, ich finde immer noch nicht, dass Sie die noblen Gesichtszüge der Meistersuppes haben. Wenn Sie wie ein Meistersuppe ausgesehen hätten, hätte ich Ihnen vielleicht Ihre Geschichte geglaubt. Mist, wie können wir denn aussehen wie ein Meistersuppe? Verdammt. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Gewürzgurken... Ach nee, die nimmt er ja nicht mit, glaube ich, ne? Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Ja, wie immer. Rezepte, Broschüre, eine Tarotkarte mit dem Tod. Es ist eine Tarotkarte, auf der Tod steht. Tod! Die Karte, Können wir vielleicht bei der Mühle noch irgendwas machen? Ich bin hier langsam out of order, out of mental order sozusagen. Ach, wir können mal gucken, wie es hier schön beim Topf aussieht. Jetzt, wo ja alles mit Reservierungen überfüllt ist und alles überflutet ist mit Touristen. Der Kochtopf. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Ja. Die Lava hat den Grill ganz schön aufgeheizt. Aber irgendwas, ein Schnitzel haben wir nicht dabei, ne? Nee, leider nicht. Können wir vielleicht den Käse da reinmachen? Ah, ja. Können wir vielleicht den Käse nehmen? Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Ach, der Teer! Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Juhu, wir haben Handlotion. Endlich haben wir Handlotion. Vorher waren wir nur ein halber Pirat und jetzt endlich glitschige, fettige Handlotion. Da steht, hergestellt aus 100% reinem Lammspeck. Wohltuend und nahrhaft. Lecker, lecker, lecker. Aber die Frage ist, was machen wir denn jetzt damit? Hier haben wir jetzt den klebrigen Teerersatz. Es ist Haggis geschmolzener Nacho-Käse. Oh, Mann, jetzt Nachos. Ach, lecker, lecker. Okay. Elaine. Hier haben wir mal noch die Glühwürmchen, mit denen wir nichts anfangen können. Hm.
Rübefrei hilft da nicht, der Messbecher hilft da wahrscheinlich auch nicht. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Nee, wir haben immer noch nichts, um die Glühwürmchen einzufangen und... Nee, also Handlotion hier? Ach, hier der Ring! Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Ach Mensch! Das sollte genügen. Ja, dann nimm doch mal den Ring, bitte. Der verfluchte Ring ist explodiert. Nein! Und Elaine ist immer noch verflucht. Ach ja, die braucht erst den anderen Ring. Es sieht nicht so aus, als sei sie verletzt. Nun, abgesehen von der von einem Piratenfluch zu Gold verwandelt Geschichte. Okay, naja, super. Dann haben wir jetzt Elaine den Ring abgenommen, aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht die Kuchenform auf den Baumstumpf stellen? Diese Kuchenform würde hier nicht... Ja, dachte ich mir schon, wir bräuchten irgendwie so ein Behältnis, was wir da hinstellen, was die Glühwürmchen anlockt oder ein Netz zum Einfangen oder irgendwas. Friedhof, Windmühle, Pfefferpflanze. Können wir da jetzt in die Tür? Ich glaube ja nicht. Da oben steht noch das Fass rum und ein Fenster. Aber wie wir hier reinkommen, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es ist abgeschlossen. Können wir hier vielleicht mit der Visitenkarte auch rein? Das Schloss ist zu groß für diese Karte. Okay, mit einer größeren Karte vielleicht. Ich kann das Buch nicht damit... Natürlich nicht. Mit dem Hammer vielleicht. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ach, Guybrush, sei doch mal kreativ. Kühlschrankmagnet. Es ist ein offenes Fenster oben an der Windmühle. Kommen wir da vielleicht rein? Wahrscheinlich nicht. Ich komme nicht dran. Natürlich nicht. Windmühlenflügel. Ach, warte mal. Ich kann mich mit bloßen Händen nicht fest... Mit bloßen Händen kann er sich nicht festhalten. Vielleicht mit dem Skelettarm. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich glaube, mit dem Regenschirm wohl auch nicht. Doch! Ach, hör auf! Ach, was! Ist nicht wahr. Oh, ich dachte, wir können da jetzt rein. Hallo? Guybrush? Hallo? Okay, ein Fass. Was haben wir denn in dem Fass? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Zuckerwasser vielleicht mit Glühwürmchen. Aber die ertrinken doch im Zucker. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Glühwürmchen ertrinken doch im Zuckerwasser, glaube ich. Probieren wir mal aus, mal gucken, was passiert. Ich lass mich überraschen. Ich glaube nicht, dass wir die damit fangen können, ehrlich gesagt. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Das Zuckerwasser würde die Glühwürmchen anlocken, aber ich habe keine Möglichkeit, sie zu fangen. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Vielleicht mit dem Regenschirm. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Also wir brauchen noch irgendein Netz oder irgendwas, womit wir die wirklich fangen können. Haben wir am Strand noch irgendwas übersehen? Verwittertes Schild, Wegweiser, hier oben ist nichts mehr, hier ist... auch nichts mehr. Nee, hier ist nichts mehr. Wegweiser und Schild. Das Schild können wir nicht nehmen, ne? Schneller, Guybrush. Schneller! Nein. Toll, hat sich ja gelohnt, der Weg. Fährlinie des verlorenen Walisers. Ach ja, ach ja. Täglich unvergessene Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Ja. So, hier hinten haben wir aber auch nichts. Nee, da haben wir gar nichts. Im Leuchtturm war auch nichts, auf dem Friedhof war auch nichts, Windmühle war auch nichts, im Dorf vielleicht irgendwas übersehen. Oder vielleicht gibt es noch irgendwas beim Schiffswrack, aber ich glaube nicht. Haggis, hast du noch irgendwas zu sagen, Haggis? Weil langsam gehen mir die Ideen aus, ich brauche mal wieder Hilfe. Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu reparieren. Verdammt. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Hm.
Hier ist auch nichts mehr. Hier ist der Leuchtturm im Dorf. Können wir die gigantische Statue einpacken? Nein. Hab ich mir gedacht. Können wir vielleicht diese Statue einpacken? Nein. Hab ich mir gedacht. Können wir Gemüse einpacken? Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Essen, das hilft gegen Skorbut. Hast du doch im Intro noch gesagt. Warmhalteplatten. Was haben wir auf den Warmhalteplatten? Sieht aus wie Nierenkuchen. Bäh. Können wir die Hauptfigur mitnehmen? Nein. Ach Mensch. Die Maske können wir bestimmt auch nicht mitnehmen. Nein. Obwohl es ein bisschen aussieht wie einer von den Meistersuppes. Hätte er vielleicht, aber naja. Ich gehe nicht dorthin zurück. Ich gehe nicht dorthin zurück. Es ist zu gefährlich. Ah ja, okay. So, das war also das Eingeborenendorf. Das war die Windmühle. Das ist der Friedhof. Hotel, Schiffswrack. Wir könnten ja mal spaßeshalber sterben, weil dann kriegen wir doch eine ganze Menge Geld. War mir nicht so. Ich muss doch nur einen alkoholischen Drink bestellen. Oder haben wir noch... Oder haben wir noch Rübe frei hier? Moment. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Okay, dann bestellen wir uns nochmal einen Drink. Hallöchen, Herr Meistersuppe. Ich möchte einen Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. Vielen Dank, vielen Dank. Der ist ja mit Liebe serviert, den können wir ruhig mal... Erstmal natürlich Rübe frei rein. Und jetzt runter damit. Magen grummeln. Ist der Typ schon wieder tot? Nee, er tut nur so. Nein, dieses Mal bin ich mir sicher, dass er fertig ist. Oh, wenn du es sagst. Er ist ein furchtbar schwacher kleiner Junge, oder? Ich kümmere mich um ihn. So, jetzt... Hallöchen, was für eine Überraschung, dass du mal vorbeischaust. Siehst du, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Ja, aber ich war doch jetzt tot. Ich krieg doch jetzt bestimmt eine unverschämt große Versicherungssumme, oder wie siehst du das? Hallo? Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Also gibt's auch kein Geld und wir haben auch keine... Haben wir eine Sterbeurkunde? Nee, haben wir nicht. Natürlich nicht. Doof. Das heißt, wir müssen vielleicht doch irgendwie ein Herr Meistersuppe werden. Körperknochenstapel. Ich weiß nur nicht wie. Und wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwoher ein Netz oder irgendwas. Schädel, Schädel, Schädel. Aktenschränke. Schädel, Schädel, Schädel. Ach, riesiges Netz. Können wir damit vielleicht nicht die Viecher fangen? Ich fürchte, es würde an meinen Händen kleben. Aber nicht mit Handlotion. Das will ich nicht schmieren. Aber dich selber? Na, scheinbar nicht. Mist. Haben wir denn nichts, womit wir hier vielleicht mal... Das braucht nicht angeboten. Nadel, vielleicht eine Kuchenform. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Tja, ist gar nicht mal so einfach. Rasierseife, damit könnte man den Hund einschäumen. Aber was das bringt, weiß ich nicht. Mit dem Zauberstab vielleicht. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Mist. Kleister, Beutel mit Spiegel. Können wir den Kleister vielleicht... Der Kleber nützt hier nichts. Ja. La, 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 la. Also Netz ist schon mal gut, aber wir kriegen das Netz hier erstmal nicht raus, wie es aussieht. Ich kann den Meißel nicht damit. Ich wüsste zumindest nicht wie, vielleicht mit dem Regenschirm. Damit kann ich den Regenschirm. Vielleicht mit dem Kissen? Ich kann das Kissen nicht da. Hallo, Verzweiflungstaten.